Servus meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations beim dritten Part. Wir machen mal gemütlich, gediegen weiter. Ich habe vorgehabt, mir jetzt einen kleinen Drink zu gönnen, und zwar einen Energy Drink. Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazin, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Sehr schön. Was man interessanter finde, wenn das mal ein bisschen größer ist. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Na klar. So, neue Gegenstände in der Schmiede. Das heißt ja eigentlich auch überwiegend, dass ich hier eigentlich überwiegend die ganzen Animus-Fragmente sammeln wollte, damit ich die Karte habe, dass ich nicht unnötig rumsuchen muss die ganze Zeit wie so ein Doofkopf. Ich wollte das jetzt ein bisschen schöner umschreiben. Ach, im Übrigen, es gibt auch eigentlich sehr gute Sachen, wie zum Beispiel Monturen. Alter ihr habe ich zum Beispiel die türkische Rüstung, den Alter ihrs Umhang und die Rüstung von Brutus. Steht da dran, das ist Romulus Brutus. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist, die jetzt hier anzuziehen. Aber ich glaube, ich habe sogar tatsächlich die mal angehabt. Mal so aus Spaß. Hat aber keinen geringen, also großartigen Effekt, sondern ihr könnt dann weiterhin nur weiterhin Schaden nehmen. Ne? Wie gewöhnlich halt auch. Das heißt, auch eure Rüstung zerbricht halt irgendwann. Es sei denn, ihr habt da die voll ausgerüstete Ishak-Pack. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er richtig ist oder so. Ich sag einfach jetzt mal Ishak, weil ich weiß, glaube ich, dass er Ishak hieß. Was ist denn mit dir? The Memorials of Ishak Paschach. Oder sowas ähnliches. Aber ist auch was, dass das ja nicht relativ jetzt relevant. Hallo. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Da Wache den Schlüssel per Diebstahl abnehmen. So. Natürlich. Wartet hier. Wo soll er auch anders hin? Also einige Gespräche hätte er sich ja echt auch schenken können zum Teil. Ich glaube sogar, dass es ein Sperrgebiet ist, wo wir jetzt hingehen. Ja, ist ein Sperrgebiet. Aber es kann auch sein, dass er hier oben irgendwie rumlungert. Nein. Oder er ist da drin.
Gibt es kein Heim für Schwachen wie diesen? Und dann geht er mir hier so auf den Piss. Ich hab gedacht, ich finde ihn sofort. Ach Mann, wo steckst du? Nee! Eine halbe Stunde später. Ich suche ihn immer noch. Wo ist er denn? Also da ist auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal klar. Das heißt, es kann aber auch sein, dass er oben ist. Jetzt würde ich hier alle rein und raus gehen, bin ich aber der Meinung, dass er tatsächlich immer da drin ist. Gibt es einen Grund für diese Grobheiten? Eure Sache ist gerecht. Oh, nein. 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 Wer von denen am längsten nach Hause? Meine Tante wundert das. Der hängt da immer noch rum. Spricht man nicht ich verschwinde von hier. Nicht zu weg hier. Einfach nur weglaufen. Ich will nicht sterben. Bitte. Ja, ich versuche ihn ja zu finden, den Deppel, aber... Wo könnte denn der sein? Bin ich doof eigentlich? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich weiß es selber, ich weiß es doch. Ich habe immer gedacht, dass einer der Wachen die ganze Zeit so doof rumläuft. Echt nicht. Und voll bringt auch nichts. Hey, cool, ein Animus-Fragment. Zack, holen gleich. Tobi ist, wir müssen hier die ganze Zeit rumeiern irgendwie. Aber ich finde ihn wirklich nicht. Weil mein Ruf kaputt geht. Ah. Auch nicht. Da ist er auf einmal da. Warum ich? Ja,
egal. Was wird es, jetzt fertig ist? Los, los! Egal. Verschwinde von hier! Genug den Idioten gesucht, ey. Ich will nicht sterben. Find ihn erstmal eine halbe Stunde nicht mehr, dann findest du ihn auf einmal irgendwie hier. Entspricht seinem Willen. Findet die Assassinen und lasst sie seinen Zorn erfahren. Herrgott, wieder eine Familienfee. Wobei 100 jetzt nicht wirklich alles Geld der Welt ist, aber ich habe keinen Bock, dass er schlecht über mich redet, weil ich bin eigentlich ein herzensguter Assassine. Ein lieber Assassine, ein braver Assassine. So, hi. Ja, da jubelt er schon. Geile, hilf mir. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico. Sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. So. Ja, weiß. Gescheitert. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Retten Sie Bürger. Eigentlich im Prinzip wie das selber bei Brotherhood. Wir helfen Menschen. Und im Prinzip geben sie uns natürlich halt dafür was. Das ist halt klar. Schon leicht nach oben zu kommen. Seite. Ich hab gedacht, das war jetzt nach oben gehen. Nicht so schlimm. Es ist erst 0 Uhr. Wahnsinn. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Nee, lag jetzt nicht an Energy trinken, sondern ich hab einfach Lust gehabt. Jetzt auf ein kleines Trinklein. Nun, das ist ja ein Richtig. Oh. Schaut mal diesen Athleten an. Für ein Spektakel. Was für ein Spektakel, ich weiß. Mäßig der Kerl, ohne Witz. Onkel, Husten, Zysten und andere Deformationen des Fleisches. Ich werde gucken, wenn der Part doch allzu lange gehen sollte, dann werde ich einen Schnitt reinsetzen. Na? Wie gesagt, es kann auch sein, dass es dann ein Zweiteiler wird. Bei den ersten bin ich ja schon mal so weit, dass es jetzt nach Sequenzen geht. Das kann sein, das werden 9 Videos oder 10 Videos Maximum. Was eigentlich relativ gut ist dann für meine Verhältnisse. Hier kann man das Einzige, was man halt hier nicht kann, überall rumreiten. Das ist ein guter Vorteil. Mamma mia! Gut ist, ich kann die ganze Zeit eigentlich so rumlaufen. Mich stört das relativ wenig. Blöde Sau. Kein Animus-Symbol. Welche komische Vorstellung. Gell, furchtbar.
Zack. Natürlich braucht jeder einen Festungsanführer. Mindestens ein Assassinsignal einsetzen. Der Wächter, Teil 1. Um das Ganze zu erklären, je mehr wir diese Missionen machen, umso mehr nähern wir uns. Ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden. Und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Okay. Also je mehr Missionen wir mit denen machen, das ist hier ein bisschen anders gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Je mehr Missionen wir mit denen gemacht haben, umso näher kamen wir dann auch dran, ihn als Assassinenmeister sozusagen zu haben. Ein Mörder treibt sein Unwesen. Nö, jetzt nicht mehr. Wegen 100 scheiße ich jetzt nicht rum, also es sind ja bloß 100. Also. Ihr müsst mir helfen! Ohne eure Zahltag! Oh ja! Aus dem Weg! Sag mal, der Spendabel mal. Heilung! Tränke! Gift! Sag mal, so die. Und ändern das jetzt wieder in Pistole. Sobald es, wie gesagt, doch lange dauert, würde ich die Seiten von Ishak Pasha mir holen, auf jeden Fall. Ich hätte auch gleich die Leiter nehmen können, ich Ochs. Und da oben ist noch einer. Doch Kapi ist nicht verantwortlich oder haftbar für solcherlei Unfälle. Es häufen sich Meldungen über eine Bande, die sich Bewahrer von Distanz nennt und sich als Ewigkeit ausgibt. Die Porte distanziert sich von diesen illegalen Aktivitäten und wirft ihnen ein Ende. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! Zu kämpfen. Aber er ist ein wahrer Assassine. Assassinen killen im Heimlichen und hauen ab. Also hier. Defgalade! Zeig es ihnen!
Schuld nicht. Ich bin nur ein einfacher Mann. Seid ihr verletzt? Mein Stolz ist verletzt. Mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Kohle! Das ist wieder Taubenschlag eigentlich bei Assassin's Creed Brotherhood. Mediterrane verteidigen. Hier ist es ein bisschen anders gemacht, dass hier mehrere... Gut, er kann auch ja eigentlich lernen, aber hier braucht man viel mehr IP. Okay, hier gibt es mehrere. Boah, 13.000. Den kann ich nicht schicken, leider. Mission starten. Zack. So, das war eigentlich alles schon. Habe ich ein bisschen Geld, denke ich, auf der Bank mittlerweile. Ein bisschen. So, a little bit. Aber ich habe eigentlich gar keine großartigen Sachen. Ne? Was denkt ihr eigentlich? Welchen? Habe ich was? Nö. Na gut, ich habe auch keine Geschäfte noch. Ich bin an den meisten Tagen hier. Jetzt auch mal genug, okay? Also. Ich sag, es kann sein, dass ich eine Weile immer so rumlaufen werde. Um mir die Fragmente zu sichern, nicht die ganze Zeit doof rumzusuchen, wo die sind. Wie gesagt, ich brauche mindestens 25. Oder 10? Waren es 10, wo ich noch brauche? Und dann 25, wo ich die gerade. Nee, ich glaube 25 waren es. Aber ey, so schlimm ist es ja nicht. Wie gesagt, ich laufe die ganze Zeit einfach nur. Oh. Wow. Das war knapp. Stört aber ein bisschen die ganze Zeit. Runter hier! Schaffer! Ja, ist gut. Warum glaube ich, dass ich den. Das Witzigste ist, wenn drei, vier Menschen auf einmal immer dasselbe sagen. Scheiße, dann so ungleichmäßig, unsynchron, dass es so doof klingt. Jetzt gucken wir mal erstmal, was wir wieder auf der anderen Seite erreichen. Doch, Einkommen, doch jetzt. Jetzt kriegen wir Geld. Zwar nicht viel, aber... Aber genug. Ich könnte auch rüber schwimmen, was natürlich die Sache natürlich verlängert, was ich natürlich nicht machen will. Damals habe ich nie gewusst, damals war ich ein bisschen zu faul, jedes Mal immer dahin zu gehen und mit den Labersack zu schwätzen. Vater, bist du das? Ja. So, einen extra langen Weg jetzt wohl. Bei dem anderen gab es damals halt keinen. Ich wollte gerade zu mir. Ah, nee, doch nicht, der ist bekloppt. Hm. Du bist besoffen, lass mich. Hopp. Hopp. Upsa, Entschuldigung, war ich nicht, bin betrunken. Ich hab gesoffen wieder. Ein bisschen nur. Nur so ein bisschen. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen.
Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Das ist so witzig. Na, Bomben herstellen ist jetzt eigentlich nicht relativ. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das ist, glaube ich, eher mehr Buchführung. Ich wollte eigentlich eher mehr plündern. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Witzig. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Markus' Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die 5 Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Naja, geht so. Können wir schon machen. Geht schon steil. Bombenherausforderung freigeschaltet. Dies, das, Ananas. Es gibt mehr Sachen an Bomben. Was eigentlich cool ist, es gibt verschiedene Arten. Es gibt mega geile Bomben eigentlich. Natürlich. Oh, das ist ungewöhnlich. Lass mich hier in den Rufladen reinstecken. Nein. Herrje! Ich bin hier, um zu fegen. Ja. Es gab auch Trophäen, wo man jemanden mit dem Besen niedermetzeln musste. Das war schon witzig. Piri Reis? Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis? Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie. Er sagte, ihr könntet mir den Standort von Niccolo Polos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzari sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polo-Faktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt zum Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen.
Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Evet. War jetzt nicht sonderlich schwer gerade. So, so weit ist die nämlich gar nicht. Dann gehen wir nochmal gleich zur Hagia Sophia. Oh, sobald ich die Rüstung habe. Deswegen spiele ich eigentlich noch ein bisschen weiter, weil kann sein, dass ich später noch ein paar Gebiete freischalte, wo ich dann wahrscheinlich später nicht hinkomme. Also manchmal laufen die schon. Bin ich froh, wenn ich beim Dreier angekommen bin. Ohne Gag. Was macht der da? Blutung von mir. Ja. Ein Bäumchen ist im Weg. Das stört uns doch gar nicht, oder? Schwarzmarkt. Er wird seine Grundlage. Schwarzmarkthändler müssen eigentlich gar nichts großartig sagen. Sie verkaufen verschiedene Bomben, dies, das, Ananas. So. Buongiorno. Merhaba. Bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Den Adlersinn. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messer? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Ich komme bald zurück. Oh, herrlich. Ich liebe ihn einfach. Warum denn nicht? Oh, Ezio. Das Problem ist, ich glaube, ich habe jetzt gar nicht nachgerüstet. Na, so schlimm ist das nicht. Das kriege ich auch ohnehin. Ich habe auch Gift. Die Distichia. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Nein. Das sage ich doch. Zurück auf eure Post, Rajirtes! Irgendwie in wie vielen Minuten ich das fertig machen muss oder so? Nicht entdeckt werden. Ja, gut. Hier
Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Gut ist, wenn der hier drauf geht, das ist eigentlich relativ. Aufschlaghülsen. Noch ein Fremder. Kackt. Hey, habt ihr eure Messer dabei? Mir gäbe ein Gut. Okay. Ihm nach! Verdammt! Hey, da oben aber war keiner! Ich will es nochmal versuchen. Einmal. Oder? Er entkommt uns! Einfach jetzt halt. So mehr verkacken geht halt echt nicht mehr, ohne Witz. Beinahe geschafft. Egal, so schlimm ist es ja gar nicht, wie gesagt. Kämpfen aus dem Weg gehen. Aber natürlich muss ich immer den Eindepp mich finden. Das ist immer wieder herrlich. Naja, so schlimm ist das nicht. Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. Acht Stunden in diesem Dreck. Was ist das? Ihr Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich würde sie kennen. Immer zwei Kisten. Das ist gut. Mehrere Kisten. Hier war es ein bisschen. Petros,
Sorgt dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Muss runter? Echt? Okay. Hätte ich bei dem einen nicht verkackt, hätte ich jetzt noch unentdeckt geblieben. Guck nur gerade, was ich noch so finde, wie der Schuss oder so. Glaubst du, wo der herkommt? Gift. Hey, alles in Ordnung? In der Hinsicht ist es eigentlich relativ leicht. Nur noch Schuss zu finden, ne? Nicht ganz ein Gift. Weißt du, dass sie das gar nicht hören oder so und das gar nicht jucken, das finde ich so faszinierend. Das juckt die eigentlich relativ gar nicht. Das ist doch kein einziges Mal. Ja gut, beim anderen ja mal jetzt gefunden worden. Das ist halt so ein bisschen jetzt, wo ich mir die Zähne ausbeiß. Aber gut. Durchsucht jeden Schatten. Man kann nicht alles haben. Hier unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Oh, die Fäuste. Oh, Fäuste. Oh, 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 oh.
eigentlich schon, dass er der Idiot ist. Ich glaube aber nicht, dass es bis dahin reicht, oder doch? Lass mal kommen. Doch. Tatsache. Er hat bis dahin gereicht. Klar, natürlich. Und dass er da einen halben Breakdance-Tanz macht, das juckt die auch nicht. Kotzt sich da einen ab. Oh, das war's schon. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Passiert ist passiert. Gibt Schlimmeres, als keine volle Synchronität zu haben. Eigentlich nicht hören, das ist so ein bisschen so verwunderlich für mich immer. Ich sehe jemanden. Nonni! Athletenkunst Ober 9000. Der Masya-Schlüssel. Sehr cool. Ich werde gleich jetzt aus der Erinnerung rausgeworfen. So, jetzt geht's nämlich zur Altair-Erinnerung. Doch nicht. Ich dachte, wir kommen noch zu Altair. Erzieher, ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Schambolzner.
verlassen wir mal kurz, nicht dass dann jetzt gleich... Wie gesagt, ich versuche die Sequenzen alle durchzuspielen und wenn wir dann mit 3 schon fertig sind... Salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Naja, wir machen hier kurz einen Schnitt rein und sehen uns dann im nächsten Part. Ich habe gehofft, dass wir das ein bisschen kürzen könnten, aber geht leider nicht. Naja.